So, hier kommt bei relativ starkem Wind, wie er um diese Mittagszeit im südlichen Europa sehr typisch ist. Wir haben ja einen heißen spanischen, portugiesischen Subkontinent mit einem mächtigen Aufsteigen heißer Luft über den Kultursavannen, die die Menschen da so herstellen. Und dieser Film bezieht sich darauf, dass ich gefragt wurde, nachdem der heute Morgen online ging, wie denn hier sonst der Himmel aussehen würde. Sonst, wenn nicht gerade mal Wolken da sind oder diese sehr eigenartigen Geoengineering-Gebilde, die als anthropogene Wolken bezeichnet werden können. Und dann kann ich sagen, so, das ist das typische Bild. Das kenne ich auch aus den Jahren 2002 bis 2004, da hier mit diesem Projekt begonnen wurde. Und dann war es diese extreme Bläue, die sich genau im rechten Winkel zum Sonnenstand an so einem Himmel entfaltete. Ja, mittlerweile sind diese Art Himmel in unserer Gegend zwar immer wieder vorhanden, aber in einer gewissen, ich sage mal, unregelmäßigen Periodik werden sie eben überlagert von langanhaltenden Wolkendecken, die erstaunlich unbeweglich in der Landschaft liegen, die Streifen oder meinethalben auch Bratpfannen oder jalousieartige Charakteristik aufweisen. Also nehmen wir uns ganz bewusst mal dies Schöne hier vor und mit diesem Sinn, mit diesem Bild grüße ich weiterhin zu guten Tagen. Viel zu tun auf der Erde.